Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Guild Fate Paradox mit mir, eurem Master Oaf. Und wir sind hier wieder bei Varel. Und wie ihr seht, haben wir auch hier wieder unser. Ja, die Früchte um uns herum, diese giftigen Abfälle, die uns schaden werden. Und hier oben wartet Varael und man kann ihn einfach nicht treffen. Schaut mal her, wie denn? Wieso hat das Ding keinen Skill? Hä? Ich verstehe das nicht. Da steht kein Skill? Ach so, das ist der Super Special Ding. Ah, ich depp. Na gut, jetzt weiß ich ja. Okay, hab keine Ahnung, wie also. So kann ich ihn treffen, oder? Scheinbar nicht, nein. Dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Tja, seht ihr? Man wird sofort getroffen. Ja. Und ich würde sagen, ich bin gerade im Nachteil. Hahaha. Na gut, wir machen Gottmut an. Oh ja. Bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Okay, das ist gut, dass ich hier bin. Dann würde ich sagen, wir machen den Divine Skill. Sword of God. Ändert sich das jedes Mal, habe ich das Gefühl? Ja, let me hear. Naja, ändert sich nicht, okay. Ha, Varel. Mein Vorteil ist, dass ich. Oh, ja. Dass ich ihn jetzt auf jeden Fall treffen kann. Skill! Zack! Und das macht ihm auch irgendwie Schaden. 900 Schaden. Also, dann würde ich sagen, machen wir so weiter. Und töten ihn hoffentlich auf diese Art. Und schauen dabei aber noch auf unsere Lebensanzeige. Aber wir kriegen gar nicht mehr so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Also können wir weiter ordentlich auf ihn rumballern. So. Das war's das aber erstmal. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Items, genau. Da wollte ich schauen, habe ich irgendetwas, was mir hilft. Nein. Und er schlägt natürlich auch durch. Oh ja, dann nehme ich jetzt einmal die Pille und lasse mich wieder verkloppen. Okay, kann er mich ja auch treffen, ja. Okay, das ist die denkbar schlechteste Position, in der man mich treffen konnte. So, jetzt haben wir uns eine schöne, aber er ist näher gekommen. Bedeutet, ich habe auch die Chance, ihn jetzt, glaube ich, zu treffen, oder? 411 Damage, okay. Das war, glaube ich, das kostet mir 30 SP. Okay. Nee, ich habe keine Pistolen, also ich kann nicht, das ist unfair. Einfach unfair. Was soll ich denn machen? Wie soll man den besiegen? Sagt mir das mal jemand. Alter, das gibt's nicht. Sucks for you. Unacceptable. Was? Er war schon halb tot oder was? Okay. Ich habe ihn erledigt. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Aber es ist passiert. Er ist besiegt. Sorry, ich hatte mal wieder mächtig vorbereitet. Ja, was heißt das diesmal für uns? Ja. Wir haben gewonnen. So doof. Ich weiß nicht wie. Aber gewonnen ist gewonnen, oder? Ah, aber mit dem Rumhauen. Ging ja nicht anders. How foolish of me. This kid. Slower than him. Wie töricht von mir zu diesem Kind? Und langsamer als er?
Oh, verschwindet er? I won. I changed my fate. Ich habe gewonnen. Ich habe mein Schicksal geändert. Kid. No. God. Ja. I gotta accept it. You are strong. Kind, nein, Gott. Ich werde es akzeptieren. Du bist stark. Are you only accepting me because you think raw power is all that matters? Akzeptierst du mich nur, weil du denkst, dass rohe Power alles ist, was zählt? Correct. Richtig. Is that really it, though? Is that really the only thing that's important to you? Ist es das wirklich? Ist es wirklich das Einzige, was dir wichtig ist? I already told you. Habe es dir bereits erzählt. But the name that's flashing inside your mind right now, it isn't Satanael, is it? Aber das der Name, der dir, nein, dein Gedanken aufblitzt gerade, es ist nicht Satanael, oder? God can see all things, indeed. Gott kann alle Dinge sehen, tatsächlich. This has nothing to do with my being God. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Gott bin. Know this, kid. As soon as you call out your woman's name on the field of battle, you are destined to lose. Wisse dies, Kind. Sobald du den Namen deiner Frau aus dem Feld nennst oder ausrufst, also auf dem Kampffeld ausrufst, du bist dazu bestimmt zu verlieren. Okay. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber. Need my final piece of advice. You will never defeat Lord Satanael. Nobody. Nobody will. Ever. Heat, keine Ahnung, aber wahrscheinlich sowas wie höre meine letzten Ratschläge oder so. Oder meinen letzten Ratschlag. Du wirst Satanael niemals, also Lord Satanael, also Herr Satanael niemals besiegen. Niemand. Niemand wird es jemals. His power is far beyond the limits of reality. His very being, the dimension he exists in, is different. Seine Kraft ist jenseits aller Grenzen der Realität. Sein Wesen, die Dimension, in der er existiert, ist anders. That isn't something we can know for sure, unless we give it our best shot. Das ist nichts, was wir sicher wissen, so außer so, also bis wir nicht unser Bestes gegeben haben oder am besten Versuch. Try all you want, it will prove futile. You lack the core value required. Versuch alles, was du möchtest. Es wird deine Sinnlosigkeit beweisen. Oder es wird die Sinnlosigkeit beweisen, die Nutzlosigkeit. Dir fehlt der Kernwert, der benötigte Kernwert, um, was ich jetzt mit ihm aufzunehmen? Toppel him. So, this is my limit. I have no regrets. So, dies ist meine Grenze. Ich habe keine Bedauern. I lusted for power. And I have lost. Against another with great strength. I have no regrets. Ich begehrte Kraft, oder ich gierte nach Kraft.
Und ich habe verloren gegen eine andere, gegen jemand anderes mit großer Stärke. Ich habe keine Bedauern. Okay. Habe gewonnen. My, my, my. What a splendid... My, my, my. Was für ein großartiger... Oh. Oh. Hat ihn direkt in die Nase, also eigentlich auf den Kinn gehauen, aber wow. Wow, war das impulsiv. I did it, Lilia. Hab es getan, Lilia. Du hast ihn auf die Nase gehauen, das sehen wir doch. Yes, Lord. I am ever so happy to see that you are safe. Now your fate is... Ja, Herr. Ich bin so glücklich zu sehen, dass du sicher bist. Jetzt dein Schicksal ist... Ja. I was at least able to prevent Varael from killing me. Ja, ich war zumindest... Ich habe zumindest verhindert, dass Varael mich tötet. I am glad. Ich bin froh. Ich auch. But I was of no use at all. Aber ich war letztendlich nicht nützlich. Come on, don't be like that. You know, it's like really reassuring to have you next to me, cheering me on. Komm schon, sei nicht so. Du weißt, es ist wirklich reassuring, keine Ahnung, aufmuntern, jemanden wie dich an meiner Seite zu haben. Der mich aufmuntert? Naja. Oh, da. Wow, I'm surprised. I never expected that I'd really get slugged. It hurts, you know. Wow, ich bin überrascht. Hätte niemals erwartet, dass ich wirklich geschlagen wurde. Schmerz, weißt du? Would you rather I go ahead and hit you the full 10 times then? Würdest du lieber, dass ich weitermache und dich die vollen 10.000 Male schlage, dann? You were splendid. You showed me a possibility I had nearly given up on. Du warst großartig. Du hast mir eine Möglichkeit gezeigt, wo ich fast aufgegeben hätte. You've answered my prayer. Definitely. I was able to meet in existence, able to overturn the future I know about. Du hast meine Gebete erhört. Definitiv. Es war mir möglich, eine Existenz zu treffen, die seine Zukunft verändert. Die ich kenne. What's with the serious look all of a sudden? Come on, don't mess with me. Was ist mit diesem ernsthaften Blick plötzlich? Komm schon, verarsch mich nicht. Go forth from this empty garden that I created. Enter the dimensional labyrinth that obfuscates the castle of existence. Geh weiter von diesem leeren Garten, den ich erschaffen habe. Trete ein in das dimensionale Labyrinth, das obfuscates das Schloss der Existenz. Was auch immer obfuscates heißt, keine Ahnung. Wahrlich nicht. What are you talking about? That made absolutely no sense. Über was redest du da? Das macht absolut keinen Sinn. Well, as a creator, I feel like I should try to say that kind of stuff. As you said, it made no sense. So don't worry about it. Nun, als eine, Erschaffer würde ich jetzt wieder sagen, aber das stimmt gar nicht. Als ein Schöpfer, ich fühle, wie dass ich sowas sagen, dass ich solche Art von Zeug sagen sollte. Also versuchen sollte. Wie du sagst, es macht keinen Sinn. So, keine Sorge deswegen. Okay. Okay. I know. How about this? Give me a name. Ich weiß, wie ist es damit? Gib mir einen Namen. Oh, er darf ihm auch einen Namen geben. What? Name you? Pass. Too annoying.
You're a creator, right? Just create a name for yourself. Was? Dich benennen? Ich passe. Zu nervig. Du bist ein Schöpfer, richtig? Erschaffe einen Namen für dich selbst. You seriously don't get it, do you? Du hast wirklich nicht verstanden, oder? It's true that I have the power to create, but even I was created by another. The universe is infinitely vast indeed. Es ist wahr, dass ich die Kraft habe, zu erschaffen. Aber selbst ich wurde durch jemand anderen erschaffen. Das Universum ist, immer vage, in der Tat. Ist unendlich vage, tatsächlich. Don't forget this simple truth, God. The world that you see is just one side of the polyhedron we call existence. Vergessen nicht die einfache Wahrheit, Gott. Die Welt, die du siehst, ist nur eine Seite des Polyhedron, was? Die wir Existenz nennen. Who gives a crap about that? Even if you wax philosophic about the nature of the world, I can't wrap my mind around it. Wer gibt schon einen Scheiß drauf? Selbst wenn ich philosophisch über die Natur der Welt, vielleicht aber selbst wenn du über die Natur der Welt philosophierst, ich kann meinen Gedanken nicht darum drehen. Whether or not I should be allowed to call myself God doesn't matter to me. Ob oder nicht, ich meine, also ob es mir erlaubt ist, mich meine Existenz selbst als Gott zu nennen oder nicht. Ja, keine Ahnung. I'll do what I need to do and then go home. That's it. Who cares about what happens next? I say go and play at war all you want. Irgendwie stehe ich halt ziemlich auf dem Schlauch, das tut mir sehr leid. Ich werde tun, was immer nötig ist, um nach Hause zu kommen. Das ist es. Wen interessiert schon, was als nächstes passiert? Ich sage, geh und spiele Krieg, so sehr du möchtest. Good, good. That's the way. I feel more and more that you will put up a wonderful fight against 666. Gut, gut. Das ist der Weg, das ist die Art. Fühle mehr und mehr, dass du einen wundervollen Kampf gegen 666 führen wirst. Don't act so smug. You're the cause of all this, you know. Handle nicht so, snobbig. Du bist der Grund von allem, weißt du? When you put it like that, it kind of stings my pride. Wenn du es so sagst, es kind of stings mein Stolz. But all right, I understand. If you manage to defeat 666, I will grant any one wish that you have. Aber okay, ich verstehe. Wenn du es schaffst, 666 zu besiegen, ich werde dir jeden Wunsch erfüllen, den du hast. Anything? Jeden? Yes, anything. So what'll it be this time? 10 punches, was it? Ja, jeden. So, was wird das diesmal sein? 10 Schläge, war es? War es nicht so? No. There's no way such a minor act of violence would serve as proper compensation for what you've done. Nein. Niemals würde so eine kleine Handlung der Gewalt als ordentliche Kompensation dienen für das, was du getan hast. When I defeat Satanael, I ask that you never use your annoying ability to create such things ever again. Wenn ich Satanael besiegen werde,
dann werde ich dich fragen, also die, oder dich darum beten, dass du niemals wieder deine nervigen Fähigkeiten zur Schöpfung solcher Dinge benutzt. Huh? But isn't it kind of bad if you take away a creator's ability to create? Hä, aber ist es nicht irgendwie was Schlechtes, wenn du die Fähigkeit zum Schöpfen von einem Schöpfer wegnimmst? Shut it! I give approximately zero shits. I will defeat Satanael, so you better be ready to follow through on your promise. Sei ruhig. Ich gebe approximately null Shits. Ich werde Satanael besiegen. So, du bist besser bereit, dein Versprechen einzuhalten. Oh, ja, das sollte er. Let's go home, Liliel. I think the Fate Revolution Circuit is done for the day, too. Lass uns nach Hause gehen, Liliel. Ich denke, der Schicksalsrevolutionskreis ist heute für den Tag fertig. Ist heute fertig. Also auch für heute schon fertig. Yes. Keine Ahnung. Ja. Tada! Und so besiegten wir Varel, einen mächtigen Dämon. Mit purer Kraft, ja. In der Art. So kann man es sagen. Aber es hat so geklappt, wie ich es wollte, auch wenn es voll schlimm war. Aber ich habe nur einmal mein Item benutzen müssen dafür. Welcome back, Lord. Willkommen zurück, Herr. Ja, schön. You have quashed Varael. Okay, das werden wir dann in der nächsten Folge weiterlesen, denn für heute haben wir erstmal, glaub, genug getan. Die Zeit ist schon um und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und naja, vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wie auch immer ich Varael besiegen konnte. Wieso es quasi plötzlich war, ich habe keine Ahnung. Es ist mir schleierhaft. Ich habe es nicht mal quasi bemerkt, dass er fast tot ist. Obwohl ich tausendmal raufgehauen habe. Ja, das war mir wirklich nicht bewusst. Ich dachte schon, ich würde sterben. Aber okay. Es hat irgendwie, habe ich es geschafft. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, kommentiert und naja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute, viel Spaß und ciao.